Hallo und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Vegeta. Wir haben beim letzten Mal die Open World ein bisschen mehr geöffnet. Ja, wir leben an einer Straße, da fahren viele Autos vorbei, die sind viel zu laut. Wir haben ein bisschen die Open World geöffnet und wollen jetzt mal ausprobieren, ob wir im Training weiterkommen. Ach, das muss man für jeden trotzdem einzeln machen, so wie es aussieht. Also Son Gohan hat schon die ersten vier. Das ist schon mal gut. Ich würde das mit Vegeta auch gerne machen. Ich weiß nicht, ob wir Piccolo noch so viel spielen werden, dass sich das lohnt. Ehrlich gesagt. Mit Vegeta machen wir mal gerade ein bisschen Training. Das bringt mich auch wieder rein. Man kann die anderen... Doch, man kann die anderen mitnehmen. Ich wollte schon sagen, es wäre ein bisschen mies, wenn das nicht gehen würde. Let's train. Im echten Leben habe ich heute schon trainiert, ich war schon laufen, habe auf dem Rückweg Brötchen mitgebracht und bin jetzt das Frühstück eingekocht, als ich wieder hier war. Frisch geduscht und gefrühstückt und jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Au! Could you not? Danke. Oh. Na, zumindest sah es gut aus. Okay, also für das Training sind wir definitiv stark genug. Probieren wir mal weiter. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Das hat, glaube ich, weh getan. Also ihm. Wir sind noch nicht mal Super Saiyajin. Da ist jemand reingeflogen und hat es gefangen für ihn. Ich kann mich nicht erinnern, auf die Home-Taste gekommen zu sein, aber okay. Das ist so krass, wenn man überlevelt ist. Da sind wir gar nicht so viel stärker. Wir sind nur 7 Level über dem Empfohlenen hier. Jetzt 8. Machen wir doch direkt mal weiter. Gucken wir, ob wir kommen, ohne das erste Teil auszurüsten, was uns den Boost gibt. Jetzt mal ein bisschen Big Bang Attack spammen. Entschuldige. Abon. What the fuck? Ihr seid ganz schön aggressiv. Mein Geschmack zu aggressiv. Okay, okay. I see how this goes. Halt so. Oh shit. Ja, das hätte ich sehen müssen, dass meine Energie ausläuft. Nicht drauf, das ist selber so. Au. Au. Das ist aber eng. Weg. Der auch. Und der auch. Das war knapp am Ende. Nächste könnte schon echt schwierig werden. Wobei, die sind auf dem gleichen Level. Ab da wird's schwierig. Wobei, das eigentlich eine der coolsten Fähigkeiten wäre, die ich gerne hätte. Mit der Selbstheilung, wenn man im Boost ist. Big Bang!
Das ist ein Gohan, das ist sehr nett von dir. Bitte keinen Rekum-Kick. Die Lähmung, ne? Technik wieder rein. Vor. Nein, Technik. Also, hier aufladen wollte. Bevor sich zurückverwandelt. War mir natürlich nicht vergönnt. Oh, die anderen haben Rekum alleine gemacht. Okay. Hatte ich nicht erwartet. So, aber Piccolo lernt das gerade alles nicht, ne? Das muss tatsächlich jeder Charakter für sich lernen. Oh, das ist so böse. Ich bin fast dafür, dass wir mit Piccolo auch gerade die 4 noch machen. Vielleicht kriegen wir dann noch das ein oder andere Level ab. Für die 3 Charaktere. Was uns dann wieder beim nächsten hilft. Das war mächtig. Das war gemein. Aus dem Sachsen. Cybermänner, ne? Boah, seid ihr denn so aggressiv? Danke, Son Gohan. Ich hab ein bisschen das Gefühl, Piccolo ist nicht auf der Höhe der Zeit. Haben wir den eigentlich schon mal seit Ewigkeit irgendwann gelevelt? Seit Namek nicht mehr, ne? Vielleicht sollen wir das mal machen. Berserker Kugelmagnet. Achso, super Angriffsfähigkeitenbaum. Nee, nicht von dir, von ihm. Oder gibt es tatsächlich nichts Neues? Doch, hier. Trainingsgelände. Wir müssen dringend mal aufs Trainingsgelände. Um was Neues zu lernen. Ha. Na gut. Versuchen es trotzdem. Ah, ist irgendwie klar, dass das nicht direkt geht. Warum hat seine Attacke Priorität vor meiner? Das ist doch unfair. Hier ist mal wieder eine Frage grundsätzlich für euch. Wenn ich solche Trainingseinheiten hier mache mit den Charakteren, wollt ihr dabei sein oder ist das was, wo ihr sagt, nee, macht das mal lieber offscreen, das interessiert uns nicht, zeigt uns lieber die Story und die Nebenquests? Ich weiß ja nicht, wie interessant so ein Kampf zum Zugucken ist, auch wenn er
für uns ein bisschen schwieriger ausfällt. Weil ich bin auf der einen Seite immer so ein bisschen dafür, alles zu dokumentieren, was ich mache. Auf der anderen Seite die G-Medaillen zum Beispiel habe ich ja auch offscreen gemacht, weil es einfach super langweilig ist, von Ladezeit zu reisen und die Dinge aufzugeben. Mich würde halt interessieren, was ihr da gerne auch für zukünftige Projekte sehen wollt, wenn es solche Trainingsaufgaben außerhalb von Quests gibt oder Grinding. Wollt ihr das im Video haben, soll ich das lieber rausschneiden? Dann lasst mich das bitte gerne wissen. Ist ja auch für euch wichtig, ne? Dann, ihr solltet ja das kriegen, was ihr hier sehen wollt. Wieso kann der mich immer aus meinen Angriffen raushauen, aber ich ihn nie aus seinen Sinne auflädt? Wir wünschen uns doch noch mal Geld mit dem Game World. Wenn es so weitergeht. Darf ich bitte aufstehen? What the fuck? Midoriya. Alter, Queen. Fuck off. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Pisst! Der Preis ist tot. Na komm, mach auf. Das wäre so schön ein Finisher gewesen, wenn das gereicht hätte. Der war auch cool. Und kriegt ihr gut Level. Ich bin überrascht. Gucken wir das noch. Oh. Kartoffeln. Meine Kartoffeln. Nein. Boom, ey. Schön mal. Nein, doch eine Bohne. What the fuck? Boom, Alter, du nervst mich so dermaßen. Ja.
Fang ab und hin. So, der hier sollte reichen. Hoffe ich. Nee, tut's nicht. Dann direkt noch einen hinterher. Und... Fuck you! So, ich glaube, mehr können wir von Piccolo gerade noch nicht erhoffen. Aber für Vegeta und Son Gohan hätte ich gerne noch... Eigentlich die beiden, aber ich glaube, die Stufe 70 ist noch ein bisschen krass. Probieren wir den. Die auch so aggressiv sind alle. Sind sie. Ja, ja. Super Saiyajin. Let's go. Alter, what? Ich bin fast tot. Jetzt will ich den 12 runter. Sehe ich irgendwo ein. Naja, da werde ich kein zweites Heil-Item verwenden. Das eine war schon zu viel. Keine Chance. Das Training schafft man nicht. Nicht auf dem Level. Das ist okay. Wir kommen ein andermal wieder. Wir haben noch andere Dinge, die wir hier machen können. Das Spiel. Stufe 75. Wie viel Kohle brauchen wir denn für das letzte? Kohle haben wir haben noch keinen weißen Meteoriten. Okay. Da warten wir dann mal drauf. So, ja, na. Ja, weiß ich nicht. Dir wird schon was einfallen. Wir probieren es mal mit Kui und den Cell Juniors, die auf uns warten. So. Ich glaube, Training wäre eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Ist auch da unten in der Richtung. Vielleicht einmal kurz alles anlocken, was wir da können. Und doch, ich steht mal gern trainieren. Also Son Gohan ist austrainiert mit allem, was wir bisher können. Vegeta kann 4 neue Sachen und Piccolo 3 neue Sachen. Dann fangen wir Piccolo an, dann haben wir die hinter uns. Bin ich alleine? Ich glaube, die anderen wären dabei. Ach, weil das mentale Training ist, dass man da alleine, ne? Sollte aber machbar sein, wenn man sich nicht zu doof anstellt und sowas macht. Okay. Ist das so cool? Na. Ja. Nope, 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 nope.
Du bist ein bisschen zu aggressiv, Son Goku. Alter, gut, dass ich das geblockt habe. Na komm, mach nochmal. Zeig mir dein Kamehameha. Das war nicht das Kamehameha. So können wir nicht Beam Struggle, mein Freund. Jetzt war ich nicht bereit. Du musst das anders machen. Wenn ich auch so weit bin. Ich glaube, ich habe ihn, während er geladen hat, kaputt gemacht. Kann das sein? Wie habe ich das gemacht? Man weiß es nicht. Super-Gott-Modus! Gut, dass ich in meinem eigenen Kopf so stark bin. Take that. Und nochmal. Die Attacken sind echt ein bisschen über. Einfach durchgebissen. Neue Fähigkeit gelernt. Wow, Vegeta, was war das? Lichtgranate. Ultimative Super-Explosionswelle. Let's go. Dann lässt wieder den Jungen weg. Dann kann er wieder sagen, das kann doch nicht sein. Hätte ich die neue Attacke auch mal ausrüsten sollen. Aber hey. Kann ja nicht alles haben. Wo sind die anderen? Man weiß es nicht. Ah, vor mir. Okay. I don't care for that one bit. Junge, warum hast du nichts gelernt? Die Vegeta, der hat sogar ein Auto. Oh Gott. Das läuft viel schleppender, als ich erhofft hatte. Das war eine sehr coole Kombo. Okay, also Piccolos Ultimate Rasen-Kombo ist mächtig. Kann ich bitte mal hier den Clearer machen? Danke. Ein weniger. Und du auch. Lass sie nicht im Raum. Nicht für meinen Geschmack. Oh, ich wurde kontern. Limonade it is. Wenn die Trottel da beide reinfliegt, nichts dafür.
Laden. Wandeln. Ich hasse es, wenn sie blocken. Tschüss. Da ist nur noch einer. Kann ich auch. Ah, dann komm doch. Mist. Das hat so gut funktioniert mit dem Hin- und Herschubsen. Oh Gott. Ich wollte erst mit mir machen. Stelle sich das mal vor. Okay. Wenn du so willst. Ich hätte irgendwie auf einen Cinematic Finisher gehofft, aber der war nicht drin. Ich glaube, Stufe 60 schaffen wir mit ihm noch nicht, ne? Er ist 44. Das ist ein bisschen hart. Machen wir erstmal den hier. Vegeta grinst uns schon so an in der Kamera. Oh, das war's schon. Okay. Gut, Stufe 35, ne? Super Gallican! Big Bang! Big Bang! Okay. Big Bang Attack ist ein bisschen imbar. Okay, hier nicht mehr. Nicht mehr so sehr. Oh, ich habe Trunks auch nochmal getroffen. Welch netter Bonus. Nicht immer nur Deutsche, nicht nur blocken. Okay, das ist deine Version davon. Kann ich auch. So, ganz kurz. Bevor wir da nochmal reingehen. Einmal kurz das Key aufladen. Dann können wir nämlich direkt wieder Big Bang Attack spammen. Oder auch nicht. Müssen wir hier eine Stufe hochschalten? Können wir auch. Okay. Alter, das hat ihn fast getötet. Ist aber auch eine mächtige Attacke. Haben wir beide den gleichen Angriff gleichzeitig gemacht? Okay. Ja,
Wie gesagt, bei Piccolo, den schaffen wir noch nicht. Hier dürfen wir noch nicht. Dann rüsten wir noch mal kurz aus und dann haben wir eine Trainingsfolge hinter uns. Was können wir denn noch freischalten und verbessern? Enorme Kraft, klingt gut. Kampfinstinkt nehmen wir. Super Schnellfeuer, Kiewelle Stufe 2. Super Folgeenergiestrahl. Super Gallic Gun. Aber gleich doppelt alles machen. Bang Attack Stufe 2. Oh, feine Flash. Können wir jetzt die Übung machen? Das wäre natürlich nice. Harter Schlag. Son Gohan dürfte ganz gut austrainiert sein. Und Piccolo-san. Light Grenade Stufe 2. Okay. Wie sieht es denn ausrüstungstechnisch aus? Also ich hätte da gerne Super Special Beam Cannon. Da hätte ich gerne sowas, was explodiert. Das müsste bei dir die Attacke sein. Die Explosionsfälle. Und Ki-Feuerwelle. Und als Unterstützungsgedöns machst du mal den und den. Was können wir dir denn hier beibringen alles? Ja. Mehr Schaden bei Z-Kombos ist gut. Stärker gegen schwache Gegner. Wir kämpfen halt nicht gegen so viele Berserker-Gegner, ne? Darum lohnt sich das fast nicht. Mehr Erholungsgegenstände zurückgehalten, Betäubungsschaden und Abwehrbrecher. Ja. Nächster. Son Gohan. Okay. Mehr geht gerade noch nicht. Okay. Und bei uns einmal aufräumen. Also hier kommt gut, Big Bang Attack bleibt. Super Gallic Gun. Super Schnellfeuer. Dann nehmen wir, glaube ich, mal einen Nahkampfangriff. Und Big Bang Attack und Super Gallic Gun sollten. Obwohl, nehmen wir den. Hier immer neu ausrüsten. So, 5% mehr gegen stärkere. 20% mehr gegen niedrigere. Mehr Kombo-Schaden. Ja, betäubte Gegner richtig zusetzen. Okay. Gut. Dann
würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal noch, dass wir den Final Flash lernen. Und sehen dann, was die ganzen Nebenquests uns so bringen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao. Thank you.